Alter, ist der ja so gut, what? Okay, das ist das höchste Elo-Game, das wir, glaube ich, seit langem gespielt haben. Who's that Pokémon? No way for you! Was ist das? Ich hasse diese Seite. Was interessiert mich denn diese Kacke? Wo ist denn der Supercup? Hier geht's zur Show für die Prime Supercup. Aber wo ist denn die Information? Ich will nicht wissen, was die Starter-Division ist. Ich hab Costanza. Wait, huh? Was haben wir denn für ein insane Team hier? Wir spielen die mathematisch korrekte Jenna, spielen wir als nächstes. Die mathematisch korrekte Jenna. Da wird sich Jesso bestimmt freuen über den. Wir nehmen Flash und Heal. Actually ist Jenna richtig gut hier, ne? Dann wollen wir Glacial Augment hat die höchste Win-Ratio. Perfekt. So und so und so und so. Und so und so und so und so. Moin, ich hab jetzt einen Shorts-Kanal, wo ihr solche Highlights sehen könnt. Der Link ist in der Beschreibung. Kuss. Bist du wirklich sauer? Nee, ich bin natürlich nicht wirklich sauer. Dann ist es Zeit für das gute alte, mathematisch korrekte Jenna-Gameplay. Ist schon wieder ein Challenger-Game. Weil wir kriegen so geile Games jetzt auf dem Grandmaster-Account. Und da können wir mit Mathemann aber richtig glänzen, ja. Wir spielen auch gegen enormes Mental, die alte Legende. Weil wir spielen gegen DOS. Nicht wahr, oder? Ist der nicht gerade Rang 3 oder so von Europa? Ja, ne? So. Du hast den Rang 1 im Team. Wer ist der Rang 1? Ah ja, John Wick. Ja, stimmt. Wait, wir haben den Rang 1 Europaspieler am Mathe-Mittwoch. Okay, jetzt Focus, Guys. Wir haben actually den Rang 1 Spieler von Europa und das ist der Rang 5 Spieler von Europa oder so. Also, ich sag mal so, ich hab da nicht sonderlich gut gespielt, aber der Rest von meinem Team, das war schon sehr krass, ne? As you wish. Kann man sehr schlecht allerdings. Alter, ist der ja so gut. Alter, ist der ja so gut, what? Okay, das ist das höchste Elo-Game, das wir, glaube ich, seit langem gespielt haben. Und das ist jetzt aber in die falsche Richtung gedasht, ne? Dir vorstellen, Phil to Challenger zu machen, oder ist dir das zu hart? Das mache ich ja jetzt gerade schon, Phil to Challenger. Bisschen Support on Support Action hier. Bist ein bisschen sauer, DOS. Oh nein! Das ist ja furchtbar! Und tot. Naja, das sind sie, die Rang 4 Support-Spieler. Oh, er schießt ja nicht tot. Wir sind tot. Bist du auf der Liste oder sind nur die Punkte, die du erzielt hast? Hätte ich da mich schieden sollen? Aber letztendlich einfach meinen Tornado aufheben, weil der ist ja für den Fight auch sehr wichtig, der Tornado, ne? Ja, das war große Scheiße von mir. Aber wir haben bald unseren Moonstone und das ist alles bestens. Ziemlicher In. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also in so einem High-Challenger-Game Support zu spielen, da bin ich schon ein bisschen outclassed, ne? Also gegen DOS, also den Supporter von LDLC, supporten zu müssen, ist nicht so einfach. Kann eigentlich sehr, sehr gut sein hier, warte mal. Das Problem ist halt, dass der Lee da sein kann, ne? Ich dachte nicht, das wäre gut, was ich da mache. Sah gut aus? Also gut aussah und tat's, ja. Stiss, Gas.
Das Execute, ne? Das Worth. Max von 1-2, das ist weh, ne? Ja. Cancel das. Der Jenna-Patriarch, da ist er wieder. Braucht ihr jetzt einen Hauptsponsor? Wir brauchen jetzt eine Organisation, ja, wenn wir First Live sind. Jetzt haben wir das auch noch gewollt. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass wir da gewinnen würden. Ich sage dir, keine Chance, dachte ich da für uns. In Overhead bin ich Shadowband? Ja, du bist Shadowband. Als einziger hier auf dem Kanal. Der ist aber schon sehr gut, ne, der Kollege John Wick. Shop-Punkten Mitte erzeugen mit der Wave. Und dann haben wir uns unseren Putrefier. Mathematisch korrekt ist als nächstes. A Redemption ist als nächstes mathematisch korrekt. Nehmen wir uns natürlich mit. Allerdings wie ein braver Support nehmen wir Controvers mit. Und es ist, der Fight ist sehr awkward zu spielen, weil ich halt 4 Melees im Team habe, ne? Und ich weiß halt überhaupt nicht, was ich machen soll mit denen. Aus No-Need-Orga wird Now-Need-Orga. Leider schon, ja. Aber gut, ehrlicherweise haben wir diese Season auch schon Orga gebraucht. In Form von Toonie halt, ne? 4 Melees gegen Azir und der ist ultra fett. Nehmt ihr 2 Bot jetzt als nächstes? Boah, stell dich vor, der erste wäre da gewesen. Wäre der Tornado gewesen, sie alle zu knechten. Tune ist unsere Managerin, ist das. Das ist die, die dafür gesorgt hat. Wir hatten doch, bis jetzt hatten wir doch jedes Season, hatten wir doch mindestens einen Default-Lose. Weil wir nicht zu einem Spieltermin korrekt eingetragen waren oder erschienen sind oder so. Das heißt, die hat sich um das alles gekümmert, so diese ganzen Sachen hinter der Kulisse. Die hat die Eintragung für uns gemacht, uns die Scrims organisiert, uns am Laufenden gehalten, die Vorbereitung gemacht, die hat uns die VODs geschickt, die Timestamps, die Champion Pools, die Google Docs. Aber das Hauptding war halt die Timings tatsächlich. Und wer ist sie? Das ist die Partnerin von Bröki, ist es. Meine Tornados sind auch schon cracked gerade, oder? Den Azir, die Schale gesniped. Das gewinnt uns jetzt gleich den Fall. Pass mal auf. Okay, Jenna Gott activated. Die Mathematik, sie fließt doch unser. Brücke ist der älteste Mensch, den ich kenne. Wait, was? Wie alt sind denn deine Eltern, wenn man fragen darf? Da stimmt ja dann irgendwas nicht, oder? 30. Wait, deine Eltern sind 30. Und du bist auf Twitch. Das heißt, du bist mindestens 13. Das heißt, deine Eltern haben dich bekommen, als sie 16 waren. Mathe-Mann. By the way, der Fight gerade war insane von uns, ne? Möchte ich mal kurz erwähnt haben für euch da draußen. Okay! Jetzt kommen wir. Das
Schlechter. Never National. Was ein geiles Game. Das war so Spaß, Leute. Wir haben zwei High Challenger Games in Folge gehabt jetzt. Mit richtig, richtig guten Leuten. Dann holen wir uns hier mal. Ah, ich brauche noch 100 Gold. Die schnappen wir uns schnell mit. Ist dieser Talon nicht Rang 1 gerade? Ich meine, er war zumindest gestern Rang 1, der hier. Und der war gestern Rang 4 oder so. Also, das ist wirklich das Premium, das Game. Absolut Premium ist das. Ich stehe ja 5-1-5-1-2. Ich bin ja echt am Smurfen, ja. Ja, heute doch, Jesu! Ich dachte, der ultet da, my bad. Ich hab ja Redemption. Hab ich Redemption? Ich hab ja Redemption. Warum benutze ich sie denn nicht? Und gestartet? Ist schon weg, ne? Ja, da war ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Mathematik 3-0 heute. Wir haben zwei Ultra-High-Challenger-Games schon gespielt. God damn, Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir mit 4 Melees eine Azir-Comp outscalen würden. Ich dachte, an einem gewissen Punkt nimmt ihr uns einfach alle hops, ehrlicherweise. Echt hätte ich den Zillas honoren sollen, weil der so nett war. Der ist ja krasses Game natürlich. Also dieser John Wick, ne? Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann war das also ein, ne? Oh, John Wick ist nur noch Platz 3. Okay, also John Wick ist nur noch Platz 3. Der war mit dabei, ne? Und tatsächlich ist Dings abgestürzt, Latirus. Ich auch, ne? Ich bin auf Platz 19. Wo ist Latirus? Hier. Gegen den haben wir gerade gespielt.